Hallo ihr Lieben, oder soll ich gleich sagen, Sul Sul, wie es die Sims tun? Willkommen bei einem neuen Let's Play auf den Nerdgedanken und wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns gerade in Forgotten Hollow, der Nachbarschaft mit den Vampiren und eine etwas ungewöhnliche Familie hat hier Einzug gehalten in diesem hübschen, naja, nicht ganz so normalen Häuschen. Es ist nicht ganz so schick wie die ganzen anderen Häuser und die Bewohner sind natürlich auch keine Vampire. Ich möchte mit euch die Geschichte der Familie Chan erleben und da gibt es so das ein oder andere noch zu sagen. Erbay Chan ist ein relativ junger Kerl, der bisher in seinem ganzen Leben ziemlich viel Spaß hatte. Er hat eine Menge Partys besucht, liebt die Musik, er ist echt ein Sportfreak. Tja, und seit einiger Zeit ist er der Vater der beiden reizenden Kinder, Tosun und Aleph. Zwillinge auch noch. Tja, das Problem an der Sache ist nur, dass die Mutter dieser Kinder keinen Bock mehr auf Erbay hat. Und auf die Kinder eigentlich auch nicht so wirklich, denn sie hat sich neu verliebt. Und deswegen die Sprösslinge erstmal bei Papa abgeladen, der davon nicht so wirklich begeistert war. Tja, da heißt es wohl Ende mit dem Lotterleben, lieber Erbay. Und naja, die Eltern von Erbay, Mehmet und Fatima, waren der Ansicht, dass ihrem Sohn so ein bisschen mehr Erwachsensein und Verantwortung gar nicht schwerfallen dürfte. Und schaden kann's ihm auch nicht. Man kann ja nicht immer nur Party machen. Deswegen haben sie ihm ein schickes kleines Häuschen gekauft. Naja, ganz ehrlich, es war in der Nachlassmasse und auch nicht wirklich teuer. Der ehemalige Besitzer, der wollte es ziemlich schnell loswerden. Und naja, angesichts der Nachbarn kann ich schon verstehen, dass da nicht unbedingt jeder davon begeistert ist. Dass der gute Erbay allerdings nicht weiß, wo er hier wohnt, na, das ist so ein anderes Problem. Weitaus größere Schwierigkeiten dürfte ihm allerdings bereiten, dass er absolut keine Ahnung von Kindererziehung hat und die beiden Kinder relativ quirlig sind. Wie er das Ganze hinkriegt, das werden wir sehen. Genauer gesagt, wir werden es gemeinsam erleben. Ich hoffe, ihr habt Spaß und begleitet die kleine Familie Chan ein bisschen. Jetzt schauen wir doch mal gerade, was sie machen. Denn das Problem hier ist relativ drückend. Das ganze Häuschen ist ziemlich leer. Papa hat keinen Job und Kohle haben sie erst nicht. Und erziehen sollte man die Kinder vielleicht auch. Wenn die hier schon durch die Gegend rennen. Ach du lieber Himmel, ist das hier schon mal dreckig. Na, erstmal putzen hier. Und nachdem es hier doch einiges gibt, mit dem die Kinder spielen können, hat Papa jetzt genug Zeit zum Aufräumen. Auch wenn er das hier mit dem Putzen noch nicht so wirklich gut kann, fürchte ich. Na komm, Junge, so schwer kann es doch nicht sein. Dann räum doch mal auf hier. Warum diese Familie hier mit Kindern startet, ist ganz leicht gesagt. Es gibt seit kurzem das neue Gameplay-Pack Elternfreuden, bei dem die Interaktionen zwischen Eltern und Kindern deutlich erweitert wurden. Und ich fand das einfach eine witzige Idee, mal zu gucken, wie weit ich mit einem Sim, der absolut keinen Peil von Kindererziehung und sonst was hat, überhaupt kommen kann. Es gibt natürlich auch eine Menge neue, coole Sachen. So, dann gucken wir doch einfach mal beim Spielen zu. Sohnemann hat auch gerade viel Spaß mit seinem Autochen hier. Auf jeden Fall hat er Spaß. Ich könnte natürlich mal versuchen. Huch. Oh, da kommen Nachbarn. Hallo Nachbar. Stellen wir uns doch mal freundlich vor. Ja, und wir stellen uns dadurch vor, dass ich ihm erstmal die Faust irgendwo durchziehe. Ist prima. What a beamy. Merkid Tibinahu. Funiada.
Und wenn wir den Herrn hier ein bisschen genauer angucken, das ist einer der Vampire. Der kann tagsüber allerdings frei rumlaufen. Tut ihm jetzt gar nicht schaden. Also ich glaube, bei dir muss man vorsichtig sein. Mal gucken, wie es den Kindern geht. Da muss jemand bald aufs Klo. Achtsamkeit. Oh, was ist denn das? Kleinkinder brauchen mehr Aufmerksamkeit als ältere Sims und müssen permanent beaufsichtigt und beschäftigt werden, um glücklich zu sein. Okay. Genug geredet. Dann gucke ich doch mal, was die Kleine hier macht. Liebevoll umarmen. Das ist eine nette Idee. Na komm, auf. Geh mal rein. Nicht im Weg stehen, Junge. No. Er gibt sich ja Mühe. Okay, Furzgeräusche sind vielleicht nicht die beste Idee. Oh, ich glaube, hier muss ich mal ganz dringend erziehen. Was hat er denn für ein Problem? Wütend. Spielen mich mit mir, weil mit Spielsachen. Zu viel Spielen macht mich rasend. Okay. Okay, müssen wir definitiv erziehen hier. Ne? Was gibt's denn hier so mehr Auswahl? Kinderbetreuung. Okay. Nee. Also Pflegekind adoptieren, das ist sein Kind. Was ist das denn für ein Blödsinn? Aktionen, nee, das ist auch Blödsinn. Beruhigen. Probieren wir es doch mal mit beruhigen. Na komm schon. Komm her, Kleiner. Oh, ist doch alles gut, What? Was macht denn die Kleine hier? Die puncht im Klo? Oh, das geht jetzt aber echt gar nicht. Kann ich dir irgendwie Hallo sagen, dass das eine Scheißidee ist? Über Tag reden, sprechen, zuschauen. Ja, nee, ist klar, ne? Leviten lesen, genau. Das läuft jetzt nicht, Junge. Mädel. Also hier im Klo hängen. Alter Schwede. Minus Verantwortung. Also ich frage mich, wo man das alles findet. Kommunikation? Ah, hier. Hier sieht man diese ganzen neuen Sachen, die man den Kindern irgendwie beibringen kann. Also hier bin ich bei Empathie schon mal auf ein bisschen rot und bei Manieren auch so ein bisschen auf rot. Oh je. Und Verantwortung, weil ich ihr jetzt gerade gesagt habe, Kind, mach das nicht, ist wohl jetzt ein bisschen grün geworden. Naja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, der hat das auch noch nicht so wirklich drin. Ach Gott, ist das kompliziert. Mensch, Kinder erziehen, Hilfe. Oh, es gibt einen neuen Skill, Erziehung. Okay. Also ich muss die Kinder definitiv mehr erziehen. Aber ich werde die Kleine jetzt erstmal, na, du bist jetzt ein bisschen platt, aber wir müssen hier erstmal Kinder aufs Töpfchen setzen, sonst wird das nämlich hier, oh ja, aufs Töpfchen gehen. Nee, ach, er kann das noch gar nicht, genau. Beibringen aufs Töpfchen zu gehen. Jetzt gehen wir mal mit der guten Aleph aufs Klo. Während der Nachbar nebendran steht und irgendwelche Dinge auf seinem Handy macht. Warum steht er in meinem Wohnzimmer? Junge? Gehst du hier mal bitte raus? Naja. Ist okay. Du könntest jetzt mal noch eine Runde mit dem Bauklötzchen spielen. Stapeln. Mach doch mal stapeln, das ist okay. Töpfchenfähigkeit erworben. Na super. Toilettentraining. Das gehört immer zu meinen Lieblingsgeschäften hier. Lieblingsgeschäften. Oh mein Gott, war der schlecht. Bei Sims 4. Kindern das Laufen und das Kacken und das Sprechen beibringen. Ganz toll. Das macht jetzt nicht so wirklich Spaß. Wir machen das mal ein bisschen schneller. Komm, Mädchen. Werd mal hier fertig. So, Spaß.
Ah, so spannend ist das doch nicht. Alter Schwede. Wie lange braucht die denn? Hallo? Okay, diese Geräusche sind widerlich. So, vielleicht sollte ich sie jetzt noch irgendwie loben. Gibt's das? Freundlich? Ah, nee, warte mal. Hier ist so ein Erziehungsding. Cool. Oh nee, das muss ich nur beibringen. Aber irgendwie so loben. Ganz toll gekackt und so. Das gibt's nicht. Okay. Dann wird nochmal liebevoll umarmt und dann packe ich sie gleich ins Bett. Oder so. Ja, ach, die ist ja süß. Oh. Ja, du bist eine Süße. Genau. So, und die jetzt kommt ins Bett. Zack. Pennen. Weil da ist jemand ziemlich müde. Und er? Er braucht einfach nur jemand, der auf ihn aufpasst. Moment. Hat er hier irgendwo in die Ecke gekackt oder so? Das ist so furchtbar niedrig. So, jetzt. Nein! Ins Bett bringen. Hopp. Kumpel, du kriegst das hin. Na, auf geht's. Das schaffen wir doch prima. Die beiden haben nämlich auch ganz nette Schlafzimmer gekriegt. Das hier in Türkis ist für sie und das in Blau ist für ihn. Hoffe ich mal, dass sie gut schläft. Ab ins Bett. Jawohl. Na, das schaffst du doch, Junge. Na, das ist ja süß. So, in den Schlaf lesen, geht das vielleicht? Oh, der ist wütend. Wegen niedriger Energie. Okay, den muss ich auch ins Bett packen. Und er veranstaltet Chaos? Nein. Nicht gut. So. Scheiße. Okay. What? Alter. Okay, jetzt gibt's aber erstmal auf den Sack. So, ich glaube, der muss vorher auch noch aufs Klo. Eine lockere Unterhaltung, aber ist wütend. Oh Mann. Ach, komm, Junge. Auf. Zeug in den Topf. Ah, oh Gott, oh Gott. Töpfchenfähigkeit. Ich finde das so. Oh. Ungeil irgendwie. Oh, ich glaube, der muss selber mal kurz kacken. Na komm, du hältst es noch durch. Während dein Sohnemann hier am Schaffen ist. Na los, hopp hopp. Raus damit, genau. Oh Gott, diese Geräuschkulisse, alter Schwede. So. Was hat er denn jetzt schon wieder? Sehr wütend, okay. Ja, ich bring dich ins Bett. Jetzt aber. Ja, ich weiß, du bist müde. Okay, was macht sie? Sie ist traurig. Och nee, ein Albtraum. Ach, scheiße. Was ein Stress. Komm, jetzt bring ihn ins Bett. So.
So, und dich muss ich jetzt mal trösten. Oh Gott. Ich sehe das schon, er packt das überhaupt nicht. Jetzt wird hier nicht geredet. Fabian. Oh Gott, füttern muss ich sie jetzt auch schon wieder? Oh Mann, okay. Du gehst jetzt erstmal kurz aufs Klo, bevor das hier jetzt ein Unglück gibt. Eieiei, okay, also ich sehe schon, das mit den Kindern ist echt stressig. Ich glaube, ich lasse sie mal hierhin laufen. Dann kommt er gleich nach. Der muss dringend mal kurz pinkeln gehen. So, wo ist denn die Aleph? Oh, no. Das ist jetzt nicht so gut. Macht jetzt hier auch Sauerei? Ah, okay. Leviten lesen geht jetzt gar nicht hier, Mädchen. Oh Mann, oh Mann. Ich weiß, dass du Hunger hast, Mädchen. Ich muss dir was geben. So, schnell mal hier reinsetzen. Und ihr dann was geben. Was geben wir denn? Apfelmus, prima. So, und was hat er jetzt für ein Problem? Er hat Hunger. Oh Gott. Und er ist total müde. Ja, das ist schon nicht simpel, nicht so leicht. Gleich mit zwei Kindern. Sag mal, Mädchen, hast du jetzt das Essen schon wieder auf den Boden geschmissen? Was soll das denn? Oh, Essen ist lustig, es ist matschig, es ist schwabbelig und es lässt sich prima werfen. Mit Essen kann man toll spielen. Ich krieg die Krise. Alter Schwede. Okay. Gibt es hier noch was Erziehungsmäßiges? Nein. Boah. Kann ich dem nicht irgendwie, keine Ahnung. Mist. Also gut, dann gebe ich hier halt noch mal was zu essen. Irgendwas vielleicht nicht so matschiges. Schinken-Käse-Sandwich. Komm, Mädchen. Wahrscheinlich fällt er jetzt gleich um. Wie soll ich denn ein Kind ernähren, das permanent sein Essen runterwirft? Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Nein, wir gehen jetzt nicht irgendwo hin. Okay, ab ins Bett. Meine Güte, wie sieht's hier aus? Oh Gott. okay. Also kurz nach. Oh, jetzt schlaf einfach, Kleine. Bitte schlaf. Bitte, bitte schlaf. So. So, Papa geht jetzt auch mal eine Runde schlafen. Weil sonst wird das hier echt böse. Ich glaube, gegessen hat er auch noch nix. Also, boah, das ist ja wirklich nervenzerfetzend hier. So. Du musst hier erstmal aufräumen, Junge. Boah, Alter, wie sieht's hier aus? Ja, ich weiß, du bist gestresst. Oh Gott. Ja, essen sollte er vielleicht jetzt auch mal was. Ich hau ihm mal eben ganz kurz
was Schnelles rein. Cerealien oder so, damit der zumindest gefüttert ist. Eiwei. Also lieber Arbeit, das mit den Kindern. Kinder machen war jetzt nicht so schwierig. Kinder dann irgendwie betreuen war dann doch ein bisschen lästiger. Wenigstens schlafen die jetzt gerade noch. Gott sei Dank. Also ich kann jeden Elternteil verstehen, der da irgendwie gestresst ist. Okay, er möchte auch mal kurz duschen. Das kann ich verstehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der arme Kerl. Ein bisschen Spaß möchte er auch gerne haben. Erstmal ferngucken, okay. Ja, ich verstehe das ja, ich verstehe das. Ah, so langsam gehen die Bedürfnisse auch wieder hoch. Das Problem, das ich hier sehe, ist allerdings. Okay. So, hol erstmal deinen Sohn. Sohn hat Hunger, dann kriegt er jetzt ein Sandwich. Wir können das ja hier laufen lassen. So, schauen wir mal, wie es der kleinen Aleph geht. Die hat auch Durst. Durst, sage ich schon, die hat auch Hunger. Nö, dann holen wir die jetzt auch gleich mal. Gott, wie sieht das denn aus? Okay, kurz noch sauber machen. Ja, hey, in dem Kind bleibt wenigstens mal das Essen drin. Das ist doch auch schon mal was. Ich bin begeistert. Oh Gott. Okay, hier kommt jetzt die kleine Essen geben an alle rein. Und die kriegt Tierkekse. Vielleicht hilft das ja, um sie ein bisschen abzulenken. Ja. Und der hat Spaß mit seinem Essen hier. Definitiv. Ich merke das schon. Och nee, jetzt macht ihr schon wieder Sauerei hier. Was soll das denn? Also echt, Kinders, Kinders. Das Leben ist schon schwierig. So, warte mal. Ich werde mal dieses Töpfchen hier eben mit nach unten nehmen. Weil die beiden werden das wahrscheinlich jetzt brauchen. Oh Gott, ich komme mir hier vor wie im Kinderabfertigungsladen. So, hoppa, rinn damit. So, und du bringst jetzt Töpfchentraining, Tosun. Oh, Tiere. Oh, wie süß. Nom, nom, nom. Oh, ich glaube, ich habe endlich was zu essen gefunden, was sie wirklich isst. Oh Gott, diese Augen. Oh, das ist so süß. Endlich. Ha, noch was. Okay. Ich habe mich zu früh gefreut. Mensch, Mädchen, was machst du denn da immer? Mal kurz gucken. Also zumindest genug Essen hat gereicht. Essen ist lustig. Oh. Das ist so. Oh Mensch, Mädchen, wie kann ich dir denn beibringen, dass man das nicht macht? Das ist echt eine saublöde Idee. Okay. Ich werde mal versuchen, ihr währenddessen ein bisschen. Ein bisschen Erziehung angedeihen zu lassen. Na komm, Junge, raus damit. Immer schön raus damit. Na? Wenigstens kann ich sie in diesem Stühlchen sitzen lassen. Und sie beschäftigt sich dann erstmal damit, irgendwie fröhlich vor sich hin zu hüpfen. Oh Gott, was ist denn jetzt? Warum? Ja, ist okay. Ja, ist ja okay. Ich kann nur nicht so schnell. Dein Bruder musste erstmal fertig werden.
Barbosa. To Tharg Zorpal Chu. Worch. Worch Nala Chalu. Walks Winneboyev. Na komm, du könntest doch jetzt mit irgendwas anderem. Mist, wo ist das verdammte Auto? Oh nein. Irgendwo. Ah, hier. Komm mal hier hin. Komm mal hierher. Hier hingehen. Mhm. Und da spielst du mit deinem Auto. Na komm, das schaffst du, das schaffst du. So, warum ist sie jetzt wütend? Undankbar, weil gelernt hat, Bitte und Danke zu sagen. Alle will nicht Bitte oder Danke sagen. Nein, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Du kannst sie nicht überzeugen. Okay. Ach Gott, das ist ja schwierig. Okay, Papa muss dringend aufs Klo. Ich sehe das schon. Sonst wird das hier eine mittlere Katastrophe. Okay, warte mal. Das mit der emotionalen Kontrolle, das müssen wir ihr doch irgendwie beibiegen können, dass das nicht gut ist. Aha. Jetzt geht das. Ringlar Yeez Habana. Mhm, das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Also wahrscheinlich muss ich einfach streng sein. Oh, das geht gar nicht. Mist, zu spät. Was will sie denn jetzt? Kleinkind überprüfen, okay. Wo drückt der Schuh? Okay, ein bisschen spielen ist auch okay. Okay. Die haben Spaß. Das merkt man schon. Ja, Papa ist müde. Und ihr Lieben, mit dieser ersten lustigen Episode aus dem Leben der Familie Chan, wo es wirklich absolut nicht läuft, verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, hey, ab allein unter Kindern und macht's gut, bis dann und tschüss.